Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, diesmal mit Pulitzer. Guten Tag. Und wir sind heute auf 5-7 Großbritannien unterwegs und das hat einen besonderen Grund, nicht wegen einem Panzer, sondern wegen einem Flugzeug, was eigentlich 5-3 ist, aber das 5-7er Deck gefällt mir besser. Und zwar versuche ich heute, in die Lancaster zu kommen mit ihrer 12.000 Pfund Bombe und hoffe keine Teamkills zu machen. Alles klar. Ja. Wird nicht passieren, weil du nimmst es dir gerade vor, wird nicht passieren. Ja, es ist halt echt so. Wenn ich mir so Dinge vornehme, dann klappen sie meistens nicht. Ja, dann schnell C cappen, dass wir ein paar Punkte holen, oder? Was? C? Okay. Nee. Ich nicht. Also, ich hätte mich jetzt in die Häuser gestellt und alles abgeschossen, was vorbeifährt. Das kannst du auch machen. Hier ist das Latte, also ich gehe jetzt C cappen. Ja, so funktioniert Teamplay, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, dass das die einfachen Punkte sind. Ja, aber da wir in einem Medium sitzen, langt das noch nicht. Wir kommen auch leider ziemlich schräg rein, das heißt, wir sind ziemlich spät hier. Nicht nur spät, wir haben auch eine ziemlich scheiß Aussichtslage, wenn die jetzt von der Seite kommen, was die Panzerung angeht. Gut, der Comet ist jetzt generell nicht so dick, aber... Oh, ich stehe schon drin. Alter, Rückwärtsgang, ne? Briten und ihre Rückwärtsgänge. Welcher Rückwärtsgang? Ja gut, also da brauche ich jetzt nicht versuchen rauszufahren. Nee, oder? alles gut. Also wer sich das überlegt hat, ach komm, lass mal kein Getriebe einbauen, das gescheit einen Rückwärtsgang hat, okay. Ja gut, das ist ja wie bei vielen Russen auch. Das haben die ja sogar bei halbwegs modernen Fahrzeugen noch. Ja, aber... Au! Wo kam der denn? Hab ich nicht gesehen. Irgendwo von hier. Nee. Alter! Ich sehe nichts. Ich auch. Oh ja, einen habe ich gesehen. Vorbeigeschossen. Hier. Machine Gunner! Hier, kannst du auf den schießen? Ich lade gerade nach. Nee, ich bin zu tief. Ich guck weiter auf den hier hinten. Ach du Kacke, da guckt mich ein Rohr an. Nee, die können uns nicht beschießen. Hier hinten steht ein Jagdpanzer 4. Bin mir nicht sicher. Siehst du den? Ich hab gerade genau hier. Nee. Also, ja, ich sehe ihn, aber ich hab da keinen... Ich kann auch nicht schießen, wir sind zu niedrig. Aber scheiße, wir... Das ist nicht mein Problem. Mir steht eher ein Ding vor der... eine Säule vor dem Schützen. Also, ich sehe es nicht. Irgendwas kommt auf uns zu. Hier ist auch... Wer sind denn hier? Ja, genau. Fahr mal raus, M53. Mach die mal tot, alle. Wie viel Gun Depression haben wir? Relativ viel. Oh, Tatsache. So, habe ich nicht mitgerechnet. Das ist echt keine gute Posi gerade. Ich fahre jetzt raus. Die haben nämlich die Leute da hinten kaputtig gemacht. Ja, direkt voraus sind welche, ne? Ja. Alter. APDS-Munition ist halt schon so eine... Direkt links von diesem ist ein Nashorn. Macht's auch nicht besser. Nee. Nee, es langt leider nicht fürs Flugzeug. Natürlich langt's nicht fürs Flugzeug. Warum sollte es auch? Hör mal, wie ich gesagt habe, lieber in die Stadt gefahren, ne? Ja, APDS-Munition ohne Filler hat so ihre Vor- und Nachteile. Eigentlich finde ich die ziemlich gut von meinem Comet, aber... Ich mag die auch, aber gerade gegen sowas wie so ein Nashorn, du hast halt überhaupt keine Splitterwirkung, weil da ist halt nichts, was splittern kann im Grunde. Was mich ein bisschen geärgert hat, ich bin nicht durch den Tiger gekommen, richtig. Hast du zufällig den Fahrerschlitz getroffen? Nee, ich habe auf die Wange geschossen. Aber die hat da, glaube ich, für zu wenig Bums, die APDS, für die Wange. Nee, easy. Wolltest du eigentlich durchkommen? Ja, er war ein bisschen gewinkelt. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich glaube, das hat gelangt. Deswegen habe ich mich auch ehrlich gesagt gewundert, aber das war wohl wirklich genug Winkel. Moin, jetzt muss ich im Challenger fahren. Ich hasse den. Naja, geht so, ne? Alter, die rommeln da gerade alle weg. Na gut. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir von hier aus. Aha, ich habe ihn mit der Arti erwischt. Okay. Hoffel, der hat LOL gesagt, ey. XD, Digga.
Ich bin eine weiter rechts wie du. Die Captain jetzt vermutlich der Tiger. Hier, ich glaube, hier steht eine. Bin mir aber nicht sicher. Ja, da steht einer. Wo steht einer? Da, wo ich markiert hatte oder im Punkt? Ist markiert. Okay, im Punkt düst gerade ein Panther. Oder? Oh Gott, da steht noch einer. Ja, schlecht. Panther kann nicht mehr schießen. Panther ist dumm und guckt mich an. Warum guckst du mich an, wenn du nicht mehr schießen kannst? Nächste Panzerung ist vorne, wie bei allen Deutschen. Oh, Kacke, sind das viele. Was, in C? Ja, also um C. In Ulm, um Ulm herum. Oh Gott, das habe ich immer gehasst. Ich habe damals mal in Ulm gearbeitet. Du hast diesen Spruch ständig gehört. Why? Alter, sind da viele Gegner. Okay, also ohne Filler gegen den Panther von vorne. Ich schieße ihm auf die Kommandantenkuppel, ja. Ich treffe ihn. Mehr passiert halt auch nicht. Also, in C sind jetzt drei Gegner drin. Ein Tiger, zwei Panther. Ach komm, da kann man natürlich nicht durchschießen. Und ein R3. Ach Mann. Ey, lecken Sie mich doch am Ärmel. Nee, das ist... Jedes Mal, wenn ich mir vornehme, in irgendwas Spezielles reinzugehen, ist es genau das, was passiert. Alter, wie die uns fertig machen. Ja, merk's. Fucken. Ach, der gleiche hat dich auch erwischt. You joke. Ja, in dem Fall leider ja. Ich, Alter. Also, zwei Panther, ein Tiger, ein R3 bei C. Ein R3 ist eklig. Wobei der R3, ich glaube, der ist weitergefahren. Jetzt kommt ein Flugzeug. Ich hänge am Flieger. Die schmeißen mit Flugzeugen noch näher. So, Flieger ist weg. Uah, ich glaube, ich habe den R3 gefunden. Oder zumindest eine eklige Flak. Ah, sieht schon 20er-like aus. Ja. Yeah. Ja, nein. Hört sich aber nicht wie ein R3 an. Nee, es klingt eher wie so ein Quadriama oder sowas. Könnte aber auch ein Skunk sein. Skink, nicht Skunk. Schießt du mit 50 Kals, oder? Nein, auch 20er. So. Okay, C ist wohl nicht mehr besetzt, weil wir gerade die cappen. Interessant. Mein Glück ist echt immer... Ah, ich hatte den R3. Muss irgendwo hier sein, in die Richtung. Mach das Ding weg. Sehr schön. Warte, wo? Irgendwo hier in die Richtung. Ja. Wo bist du? Ach komm, der Tiger steht halt hinter C. Ja, ich sehe es. Richtung unserem Cap und... Alter. Okay, ein Anfall. Das interessiert dir überhaupt nicht, dass hier dem gecapt wird. Naja, ich bin raus. Nice. Das ist Einstiegsrunde. Ja. So, dann verrate ich mal die Position des Tigers an unsere Crew. In der Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Kennst du halt mit den britischen 20ern nicht? Alter, mit einem Höhenruder zieht sich's echt nicht mehr gut hoch. Aber der E3 ist, glaube ich, immer noch nicht hops gegangen. Nee. Oh, ja, ich sehe ihn. Da. Ha, wenigstens gegenseitig gekillt. Ja, sehr dreist. Oh, schicke Ansicht. Au, Alter. Nee. Gehabt.
Nee, also das ist definitiv keine gute Runde für sowas. Alter, da steht halt echt einer links neben unserem Spawn außen. Ich sitze gerade als Zuschauer im Flugzeug drin, ja. Ach komm, ich bin extra wegen ihm gespawnt, du Eimer! Hab's nur gerade schon brennen sehen in dem Moment. Ich mag das 5-7-Deck der Briten eigentlich voll gerne, aber irgendwie... Kein Briten-Fan. Also durch die Bank weg würde ich sagen, ich auch nicht, aber es gibt so ein paar Battle-Ratings bei den Briten, wo ich echt Spaß habe. 1-0 und Reserve. Ja, nee. Ich finde nicht mal, dass sie ein gutes Reserve-Deck haben. Nee, sind sie auch nicht. Also für mich ist es halt wirklich diese... nicht vorhandener Rückwärtsgang, das ist mir immer mit denen vermiest. Sich nicht zurückziehen zu können, also... Joa, kommt auf den Panzer drauf an. Der hier kann es, aber der ist auch ein Premium. Wir müssen zählen nicht. Tja, der hier wurde gerade erschossen. Die Frage ist, von wo? Ja gut, ich vermute mal, das war der... der links stand. Nee, das war ein Panther. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verschielt habe. Was nie passiert, bei mir. Nee. Ja gut, aber du müsstest auch schon längst tot sein, wenn er noch da wäre. Wäre es gerade viel zu offen rum, als dass da noch jemand ist. Der wird 100 pro Meter gefahren sein. Vermutlich, ja. So. Gut, selbst wenn ich mit dem Punkt jetzt hole, wird es unserem Team leider, glaube ich, nichts mehr helfen. Wahrscheinlich. Wobei. Ah ne, C wird gecapped. Ja, eben. Ich gedacht, es würde decapped. Ne, also der Drops ist hier lutscht. Better luck next time, ne? Schön eingepackt. Vergessen, die Handbremse anzuziehen, oder warum fährst du weiter? Nö, ich meinte mit dem schön durch den Bogen geschlittert. Oh, da kommt Art. Das hier nennen wir Gun Depression, das ist in Ordnung. Ja, das ist okay. Ja, minus 10. Minus 10 ist angenehm. Wally, minus 30. Ja gut, das Ding hat aber auch keinen Turm. Das ist korrekt. Also ich sehe nichts auf dich zukommen. Nö, gut, ich habe mir die Zone jetzt geholt. Es langt immer noch nicht für den Bomber und jetzt ist es eh vorbei. Tja. Diese Schlinge, ey. Das war... Pobo versohlt. Die erste Runde ist aber immer so. Ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, die Briten haben auf dem Battle Rating halt überhaupt keinen gescheiten Light, mit dem man mal irgendwie Punkte farmen kann. Nee. Wirklich, ne? Doch, wobei sie haben das Konzept auf 4-3. Also ich habe den auch dabei, aber. Ich komme mit dem irgendwie so gut wie nie klar. Oh, ich finde den schon in Ordnung. Aber der ist halt ziemlich behäbig für das, was es ist. Kommt drauf an, auf den Untergrund. Also in manchen, auf manchen Maps rast der wie blöd. Und auf manchen Maps, wo du dir denkst, so Cargoport zum Beispiel, da klebt der am Boden, ich weiß nicht warum. Und in Breslau auf dem Kopfsteinpflaster 7 km/h habe ich letztens auch gesehen. Ja. Also die bodischen Widerstandswerte hier im Spiel sind nicht so optimal gelöst. Ich fahr C. Ich C, Digga. Also da habe ich mich auch letztens richtig hart verarscht gefühlt. 7 km/h. Ja, mit einem Radfahrzeug. Das hat eine Spitze 83.
Also wenn es jetzt diese Runde wieder nicht klappt, nehme ich nächste Runde das Konzept mit und scout nur noch. Auch eine Möglichkeit. Hey, du verringerst ja dadurch die Kosten von Flugzeugen. Die scouten? Ja. Was ist das denn für ein Konzept? Das Konzept. Neu. Wusste ich nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst. Warum habe ich jetzt irgendwie, letzte Runde hatte ich einen am Start, diese Runde habe ich einen, warum hast du, wie so ein Putzerfisch, weißt du, die Leute direkt an deiner Hülle kleben und einfach nicht weggehen. Ist aber tatsächlich schwierig, ne? Wenn ihr direkt, wart ihr aneinander dran? Nee, der ist erst an mich rangefahren. Ja, aber wenn du dann einmal dran bist, du kannst ja nicht mehr gescheit lenken in der Vorwärtsbewegung. Er stand nicht wirklich direkt bei mir, also er hätte abdrehen können. Also sonst hast du ja einen Hebel. Ja, ich weiß. Wow. Das erste Mal, wo einfach die Dinger wegfliegen. Ich guck nach hier. Ich guck wieder nach hier, wie immer. Einer kommt immer da lang. Okay, ich höre definitiv schon gegnerische Panzer rechts. Ich schmeiß einfach mal Arti in die Richtung. Arti kommt auf uns. Unterturm. Ja, das ist die Krux mit APDS. Man hat leider Mückenstiche. So, jetzt noch den Fahrer und dann dürfte es gewesen sein. Sehr gut. Ach komm, wo kommt der denn jetzt? Hast du. Wo war der? Hey. An der Kirche, also. Der Bitte einfach. Das hat mich jetzt aber kalt erwischt. Hab ich kommen sehen. Nein! Ah, guck mal, ich hatte auch gekillt. Ja, ich war doof. Das sind viel zu viele gewesen. Oh, aber ich kann mit der Lancaster rein. Wenn die da jetzt alle stehen. Glaube ich nicht. Also, ich fahre da jetzt hin und versuche Druck zu machen, aber die werden sich verteilen, werde ich. Vermutlich, ja. Alter, ist das ein Trümmer, diese Bombe. Aber du, wenn du. Also, du solltest nicht in die Stadt fahren, wenn ich dieses Ding abwerfe, ne? Das ist dir klar. Also, die Stadt ist platt danach. Ist doch schön. Ich will nicht rausfliegen. Nicht, ich bin noch grün. Muss halt rechtzeitig Bescheid sagen. Markier. Das fährt Richtung unserem Spawn, das ist fast am Ortsausgang. Rattel, hör auf, die alle zu killen. So. Wie der das macht. Das aber zwei Gegner, ne, ein gegnerisches Flugzeug auf jeden Fall. Hängt hinter unserer Ente. Oh, das könnte jetzt gut werden. Das könnte jetzt echt gut werden. Joa, nehme ich mit. Boom. Ja, sowas ist dann doch schon so sehr befriedigend, muss ich sagen. Dafür hat sich das jetzt schon gelohnt. Ja, kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ha. Es hat doch nicht das getoppt, was ich mit der P8 bis jetzt geschafft habe. Also das war ein 7-fach-Kill bis jetzt, das höchste, aber guter Anfang. Guter Anfang, ja. Das erste Mal quasi, ne. Das ist die erste 12er, die ich abfeuere. No Airbrakes, das ist ja bedauerlich. Ich wollte jetzt runterdiven zum Airfield und direkt die nächste schmeißen. Da steht noch was. Warum stehen hier Gegner im Punkt noch? Ich hab die Bombe an den Ortseingang geschmissen. Alter, 410. Schlecht. Das ist schlecht. Alter. Aua. Ja, da sind ein. Ja, ich bin raus. 4-7 Briten. Nicht mein Ding, glaube ich. Ja, scheint wohl so. Das tut mir leid.
Also du kannst nicht mal mit der Flak, kann man irgendwas killen, damit du wieder rein darfst? Ja, da steht ein M4. In der Stadt. Ja, ich muss halt leider erstmal landen, ne? Das ist die Krux mit so einem schweren Bomber in Ground RB. Ich finde, die Lenker ist halt auch echt nicht hübsch, muss ich sagen. Einfach absprengen. Hm. Oder das wie? Soll so typisches Britten-Design. Ja. Komisch clunky irgendwie. Das sieht halt aus wie eine Wellington, die digitiert ist. Ja. Aber die sind halt alle so eckig, bulky. Ja. Ich find's schade, dass wir nicht die Modifikation haben mit dem Turm unten. Weißt du, so Richtung B17 mäßig. So, schauen wir mal, ob ich einen Anflug hinbekomme. Strömungsabriss, ne? Ja, bald. Gott. Klapp die Klappen ein, die brauche ich gerade, glaube ich, gar nicht. Oh, so Dinger landen ist auch auf so einem kurzen Runway echt immer ätzend, finde ich. Das muss so, das muss. Was zur Hölle? Hüp. Ja. Können wir vom Glück reden, dass es kein Passagierflugzeug ist. Ich meine, die Variante hier hat wenigstens 250 Kels hinten. Was ist das oben auf dem Dach? 30 Kels. Die Briten haben doch nur so 30 Kel Zeug. Hm. Dauert's nachladen? 16 Sekunden noch. Also das möchte ich mal sehen, dass jemand so eine Bombe in der Zeit reinsteckt. Nee, die Bombe ist in 5 Sekunden im Flugzeug. Aber ja, dieses, ich habe da 30er einen Flügel bekommen und den Flügel interessanterweise nicht verloren. Glaube ich nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber sind japanische 30er, also schon okay. Ich hoffe, ich komme überhaupt nochmal an. Alter, siehst du, wie viele Flieger da straight vor mir sind? Ich sehe 3. 4. 4. Ja, 4, stimmt. Also... Hier ist einer, rechts... Hey, das sind bestimmt alles Drohnen. Ja. Also ich sag's dir eins, wenn mich ein Flieger anfliegt, droppe ich die Bombe, ne? Dann nehme ich den mit. Ich glaube, bei der 12.000 Pfund Bombe, kommt der nicht mehr weg. Weil die Frage, was für ein Zünder hast du drin? 2 Sekunden. Ich komme da auch nicht mehr weg. So. Jetzt wäre es eigentlich ganz cool, jemanden auf dem Schlachtfeld zu haben, der mir sagt, wo Gegner sind. In C steht bestimmt immer noch der Sherman. Weil laut Karte ist da keiner von uns. Fahrwerk rein. Ist drin. So, Klappe mal auf. Okay, ich glaube, ja, wobei, wenn ich in B schmeiße, ist es wahrscheinlich nur einer. Finde ich gar nicht so schlecht, dass die ganzen Flieger gerade crashen. Also B wird gecapped. Ja, aber wie gesagt, das ist vermutlich nur einer. Das ist... Da steht doch einer von uns bei. Eben. Seit wann gibt es denn diese Umrandung von Panzern auf Entfernung? Ist auch neu, oder? Manchmal ist sie da, manchmal nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Richtung unserem Spawn ist ja so. LOL, was war das? Alter. Was ist da passiert? Drop sie! Yeah! Alter. Mich hat diese kack neue Russenflak hat mich getroffen. Aber auf die Distanz mit dem ersten Schuss. Also ich habe vorher nichts gehört, du. Panzer oder was meinst du? Nee, dieses Ding mit den 30ern, wo du den Tiger mitgekillt hast. Ach, das? Das hat mich gerade auf die Distanz einfach geone-shottet. Na gut, muss nicht One-Shot gewesen sein. Ich habe halt vorher nichts gehört, aber gut, das heißt halt auch nichts, leider. Ich weiß halt nicht, wie weit der Pfeifbereich bei den... relativ groß ist. Eigentlich. Okay. Ja, wie gesagt, unter dir jetzt direkt am Spawn. Ja, ich sehe es, aber ich suche eigentlich den Truck. Ich glaube, ich habe ihn nämlich gefunden.
glaube, könnte, hätte, tun. Bist du der Truck? Nee, du bist kein Truck. Da hinten. Fliegst jetzt? Nee. Au! Ist grad au, noch au, 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 au. Geflogen. Ah, da ist der. Nee, das war auch nicht der Truck. Was ist für ein Flugzeug angeflogen? Da ist der Truck unter dir in B. Ja, das ist viel zu schnell, glaube ich. Ach, als ob! Der hat die Rakete in die Fresse gekriegt und überlebt. Igelig. Komm, tu mal dich mal ein bisschen verwirren. Der Rauch kann so assi sein, finde ich. Der ist auch viel zu viel. Nee, du ziehst gerade immer um ihn drum rum, also. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, du kriegst mich nicht. Flugzeuge halten gefühlt wieder mehr aus, habe ich das Gefühl. Außer sie werden von der Russenflagge getroffen. Also, wenn du es sicher machen willst, flieg auf diesen Hügel da vorne zu, straight, und lass ihn die ganze Zeit deinen Rauch fressen. Vielleicht ist er dumm. Wäre natürlich lustig. Weil er steht voll im Rauch. Ja, ich sehe es. Au. Ja, gut. Geradeaus fliegen ist halt tödlich, weißt du? Ja, aber es war die einzige Möglichkeit, wie du los wirst. Gut, dann gehe ich jetzt noch ganz gemütlich landen. Aber weg raus. Sonst wird dir da noch nichts. Hui. Wunderschön. Hey, der Pilot lebt noch, alles gut. Sichere Landung. Okay, ich glaube, der Pilot ist gerade gestorben. Dann soll er bitte aussteigen, jetzt mit der Pistole aufs Flugzeug schießen, bitte. So. Very nice. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Folge zieht sich so durch, dass wir den Arsch versohlt bekommen. Ich meine, so ein Fünffach-Kill ist schon sehr befriedigend, aber. Ja. Halt Briten. Ich verliere mit den Briten immer. Gute britische Battle-Rating sind 4-7, wenn du Top-Tier bist, zum Beispiel mit dem Churchill. Ich hasse den Churchill halt, deswegen macht es das für mich nicht besser. Okay. Sehe ich schon, du bist nicht überzeugt. Nee, überhaupt nicht. Also die Flugzeuge finde ich cool, aber die Panzer finde ich alle Murks. Zumindest so weit, wie ich jetzt bin. Und ich bin ja nicht so weit. Da ist ein Sherman. Ja, ich hab's gesehen. Wahrscheinlich ist was von hinten erschossen gleich, von der Seite oder so. Ja, sieht okay aus. No! Ah, ich hab's gewusst. Musstest du das prophezeien, gerade wo ich drücken wollte? Ach, da steht er ja, ich sehe ihn. Ich seh. So ein Arsch. Sehr gut. Ja, ne? Wieso ist da HE drin? Wieso ist da HE drin? Vor allem unser Waffenträger und unser Tiger kriegen es halt beide nicht hin, da irgendwas zu machen. Ja gut, der steht halt direkt hinterm Stein. Heavy Metal Hero. Ja, gut. So ist die Frage, kriege ich das nochmal hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht klappt. Weiß ich nicht. Ich versuche es noch eine Runde mit dem Konzept. Vielleicht wird's gut, vielleicht nicht. So. Sehr schön. Feuerlöscher für die Lancaster wäre doch mal was. So, Konzept. Wo packe ich dich rein? Anstatt des Comets. So. So, warte, welche war es? Breslau, ne? Ja. Da kannst du nicht fahren. Mitten in der Stadt oder am Fluss? Überall. Sehr gut. Also manche Straßen gingen, aber gut. Ich versuch Early A zu machen. Und von da hinter der, was ist das, ein Highway? Keine Ahnung, dann zu scouten.
Obwohl das Konzept eigentlich auch die gute Kanone hat und du auch den Shot Mach 8 hast, finde ich, mit der Konzeptkanone macht man nicht so viel Damage wie mit den anderen. Hast du auch das Gefühl? Ich habe ehrlich gesagt die Shot erst jetzt neu bekommen letztens. Hm. Aber ich finde die halt alle scheiße. Wir haben halt alle Das keinen ist so. Filler, ne? Ja, deswegen, also ich mag die generell nicht. Also ich habe halt immer das Gefühl, ich komme erst gar nicht durch. Kommst du nicht mit? Doch, aber ich bin falsch gefahren. Und ich werde direkt in einen anderen Spieler reingekesselt, wenn ich da jetzt einfach geradeaus weitergefahren wäre. Überleg dir mal, dieses Ding wurde mit einem Laser-Rangefinder angekündigt damals. Dann würde ich ihn feiern, aber nicht auf 4-3. Naja, gut, aber wenn du den höher setzt, hast du halt wieder das Problem mit der Kanone. Naja, die Kanone an sich ist gut. Vor allem, wenn du einen Laser-Rangefinder hast. Aber. Auf was zum. Aber. Dem BR, also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wann das Konzept entwickelt wurde. Also, das macht für mich auch einfach entwicklungshistorisch nicht viel Sinn, da ein Laser Range Fahrrad Finder drauf zu sitzen. Das Concept ist ein relativ modernes Fahrzeug. Ja, aber warum sitzt es so niedrig dann? Weil es von der Effektivität so eingestuft wurde. Hast du was abgekriegt? Immerhin hat es noch rückwärts gegangen. Ja, das stimmt. Ich finde dieses den Schokoladenkühler bei dem Ding so gut. Ladenkühler Ja, und erinnert mich so. so an so eine Rittersporttafel oder sowas. Es gibt natürlich auch noch andere Schokoladen, wie Milka, Lindt. Der Witz ist, ich hatte schon jahrelang keine Rittersport mehr. Ich habe tatsächlich selten solche Markenschokolade, weil ich die nicht mag. Du magst die Markenschokolade nicht? Nee, weil die Curious. schmeckt meistens halt auch nicht besser und ist viel teurer. Nee, ich kaufe mir aber auch generell super selten Schokolade. Ich bin nicht so der Schokoladenesser. Auch schon ab und zu morgen, aber. Das ist ein 8-8er. Easy. Oh, verdammt! Nein! Töte ihn, töte ihn, töte ihn! Ja, ich muss erstmal über die Hügel drüber fahren. Mach kaputt! Ich bin abgeprallt. Sicher. Richtschütze. Hey, ich komme mit der Lancaster rein. Obwohl es immer noch rot ist. Ey, ich hab drei Schüsse reingedrückt in das Ding und der stirbt einfach nicht immer schön. Das, also wie gesagt, also ohne Filler. Ich hasse die Briten. Schlimme Sache ist das. Schlimm, schlimm. Oh, mal das Team fragen. Ja, ich gehe auch mal gucken. Das Problem ist, wenn du so eine Bombe irgendwie reinpfefferst und drei Teammates mitnimmst, bist halt direkt raus. Ich erinnere dich an den Stream. Ja, gut, aber. Muss halt besser zielen, ne? Ja. Ah, da ist ein Gegner von mir, ist ja praktisch. Wie viele von uns sind bei B? Moment, ich muss hier kurz einen KV töten. Alter, das ist so ein Joke, dieses Teil. 4. Okay, das ist mir zu viel. Oder 3 auf jeden Fall. Der vierte Also weiß von ich jetzt uns. nicht. Ja. Weiß nicht, wie weit jetzt der Einzugsbereich von deiner Explosion ist. Sehr groß, sehr groß. Alter, geht mir das aber viel zu 114 weit. Meter. Also ich hab. Ich bin kein Konzeptfan mehr, muss ich sagen. Nö, war ich noch nie. Ich hab's jetzt nur zum Scouten benutzt. Verdammt, da ist ein Flieger auf meiner Höhe. Naja, gut, kommt halt ein Panther zur Hilfe. Also da, wo ich gerade gestorben bin, falls du das gesehen hast, ist ein Panther und ein Ich habe das Gefühl, ich Kraft töte jetzt 1. unsere Flugzeuge. Kann schon sein. Piep und raus. Joa, ne? Einer nur. Immerhin nur ein Teamkill. Zwei Gegnerkills. Und du hast noch ein Flugzeug gekillt. Ja.
Hey, ich hab im Chat gefragt, ne? Ich frag eigentlich immer im Chat, wenn ich mit so einer dicken Bombe komme, aber da sagt nie irgendjemand irgendwas. Was fehlt mir denn? Ah, mal wieder ein Höhenruder. Mit den Briten habe ich irgendwie das Gefühl, verliere ich immer mindestens einen Höhenruder. Aber nicht. Nee. Ich mal einfach mit Klappen. Wow, der VK hat sich jetzt richtig trainiert. Was gibt's eigentlich bei den Briten für High-Tier-Flugzeuge? Phantom, Tornado. Okay, eine Standard. Jaguar. Upsi. Da waren ja Häuser. Ja, das kommt auf einer Hochhausmap ab und zu vor, dass da Häuser sind. Ey, dieses Mal kriegen wir anscheinend nicht so einen Arsch versohlt. Gott! Ich stalle! Finde ich übrigens sehr nett, was die Leute gesagt haben über unser Bild. Voll süß. Ja, ne? Als ob du gerade Schokolade bekommen hast. Ja, und keiner weiß, wie dieses Bild entstanden ist. Und wie die anderen Bilder aussahen. Oh Gott, ja. Ja, nee. Oh, mir fehlt. Goddammit! Das war, gewollt. Wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Siehst du mal, in 40 Sekunden ist das ziemlich kaputte Flugzeug wieder ready. Ich glaube nur nicht, dass ich wieder ankomme. Na doch, glaube ich schon. Das nee, aber der Fünffach... Eigentlich hoffst du in so einem Flugzeug, ja, dass der Gegner dich überrollt und sich an einem Punkt zentriert. Okay, anscheinend ist der KV jetzt endlich mal ausgebrannt. Hat echt lange gedauert. Alter, der ist jetzt erst gestorben? Ja. Das ist gefühlt doch schon 5 Minuten her. Bin ich auch ein bisschen verwirrt, aber... Oder ist er vielleicht ausgestiegen? Das ist gut möglich. Ist auch lustig, ne? Also die haben gerade die Bombe in den Bombenschacht gehievt, wo mein Flugzeug mit abgebrochenem Fahrwerk drauf liegt. Jetzt ist das Flugzeug erst repariert. So. Nee, ich hab das dumpfe Gefühl, das langt nicht mehr. Obwohl es echt noch einige Gegner sind. Ja, stimmt. Warte, ich sterbe jetzt gleich wieder. Gott, ich glaube, ich komme nicht mal hoch mit dem Flugzeug. Also die Russen die Briten APDS, bin ich kein Fan gerade. Kein Fan. Gut, Panther, Sicherheitsschuss rechts neben die Kanone. Und hinten. 4 Schuss in den Turm. Schön. Ah. Ja, schauen wir mal, ob ich noch ankomme. Es ist halt auch leider nicht mehr allzu viel übrig. Also die werden jetzt halt nicht großartig in Masse irgendwo stehen. Nee. Also ich werde, glaube ich, versuchen, A anzufliegen. Wobei, ich glaube, der ist gerade gestorben bei A. War das der Tiger bei A? Der war aber halt nicht in A. In A? Schon relativ weit außen. Was ist denn da gerade markiert? Da ist nichts markiert. Das da. Das, was gescoutet ist. Medium. Sein Gegner, ist er als Verbündeter in der Nähe? Nee, aber... Die fahren halt gerade auf ihn zu. Also bis du da bist, sind die wahrscheinlich bei ihm. Wobei, er zieht sich zurück laut Karte. Wobei, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn du da drauf schmeißt, sind beide tot von uns. Einfach drauf mit dem Rotz. Hey, das sind sogar 2 Gegner. Wow, ist gerade gestorben. Ja, das sind aber 2. Ja, nein, du kannst mit dem, also wenn du einen Anflug verkackt hast, musst du ewig warten, bis du... Ja, gut.
Final Blow! Schöner Blow. Nö, ich habe einfach den Spawn jetzt geschmissen. Nee, also mit so einem Bomber kannst du keine Last-Minute- oder Last-Second-Änderungen machen. Nee, du hättest einfach da droppen müssen, wo der vorher war. Also der andere war auch direkt nebendran. War mir zu gefährlich. Nice! Dankeschön, Spiel. Modifikation für die Lancaster. Die 7.7er MGs habe ich jetzt. Boom. So und nicht anders. Die 50 Kals. Ja. Ja, liebe Leute, das war die neue 12.000-Pfund-Bombe. Wenigstens einmal hat es hingehauen, dass ich einen Multikill hingekriegt habe. Also es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht so ganz übel mit den Briten. Nee. Aber nie wieder, ne? In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.